Und dann liefern wir die Kohle hier auf. Ja. Und das Eisen dann ja ebenfalls. Das Eisen ist ja dann von dort oben. Da müssen wir dann auch schnell noch Zweigstrecke bauen. Hierher. Oder wir sagen, wir liefern das Eisen mit dem Lastwagen hier runter, dass es hier umgeladen wird. Das wäre auch gescheiter. Was auch gescheiter wäre, wäre, wenn ich auch den Bahnhof hier gebaut hätte. Dann können wir einfach alles schön mittig liefern. Und jetzt ist es halt so, jetzt liefern wir das Schnittholz in dem Fall dort runter. Ja. Ja, es muss so sein. Das Verhältnis beim Holz ist 2 zu 1, okay. Gut zu wissen. Aber ich werde das vielleicht sogar wirklich mit der gleichen Linie machen, wenn ich dann hier ein Schnittholz herstelle, dass ich quasi Lastwagen habe, die holen hier Baumstämme, bringen sie da rauf und die gleichen Lastwagen werden dann das Schnittholz wieder runterholen. Das heisst, einfach beim Runterfahren haben sie nur halb so viel drin, aber das ist natürlich immer noch besser, weil dadurch haben sie logischerweise wie sage ich das jetzt? Auf dem Rückweg trotzdem noch etwas dabei und fahren nicht einfach leer zurück. Also wobei so wirklich lohnen wird sich das eh nicht. Hier kommt das Holz her, wird hier wieder ausgeliefert. Wahrscheinlich wird die so spendabel sein, dass ich sage, ich baue hier noch das Gleis raus und baue hier in der Mitte einen Güterbahnhof. In der Hoffnung, dass der trotzdem noch als angeschlossen angesehen wird auf beiden Seiten. Ich zeige jetzt mal. Wie weit kann ich schon wieder mich entfernen? Dass es trotzdem noch angeschlossen ist. So viel, he? Ja. Ist zu wenig weit leider. Und auch hier braucht es noch das. Ja. Oh, hier geht es noch relativ weit. Also es könnte eventuell so sein, dass wenn ich den Bahnhof hier so schräg baue, und eine genug Länge machen und an jedem Ende so ein Gebäude bauen, weil das kann man auch separat noch setzen, dass es reicht, dass ich einen Bahnhof habe, der dann gegen beiden Orten hier Industrie angeschlossen ist. Man könnte das dann eventuell so machen, wenn dann das ein Thema ist. Aber Moment schnell, es ist ja jetzt schon ein Thema wegen dem Eisen. also gut. Dann muss ich es auch schon jetzt so bauen. Jo. Führt nicht viel drum herum. Machen wir das doch gerade so. Ich baue das hier mal in die Mitte rein. Ja, ist eigentlich gleich welcher Weg. Machen wir es mal so. Und dann müssen wir das halt hier noch ein bisschen erweitern. Das kostet jetzt einfach den Geld. Das ist halt so. Also ich meine, Wartungskosten und so Zeug. So. Jetzt müssen wir mal schauen, Gütergebäude, also ich kann mir nur eine Plattform bauen. Dann setzen wir hier aussen noch eine Plattform sozusagen. Dann gibt es hier ein kleines Hauptgebäude, ein mittleres oder ein grosses. Die Frage ist, ist das auch der Einfluss auf die Reichweite? Wie weit dass es quasi hebt? Also wie weit dass es geht, für zum Material einsammeln? Ich setze es mal dort, nein, dort gibt es einen Kopfbahnhof. Ich setze es hier an dieser Ecke. Ein kleines. Und jetzt schauen wir mal, reicht das, um die Sache anschließen? Nein, ja, eben nicht. Und was, wenn wir jetzt ein grosses setzen? Dann nehmen wir das noch einmal weg. Es kostet halt ein bisschen, aber wir haben nicht mehr mal ein mittleres. Ich setze es hier her. Und dann gehen wir hier an die Strasse. Immer noch nicht, hä? Oder wird das erst angepasst, wenn es gesetzt ist? Ah, jetzt ist es auch mal angeschlossen. Dadurch haben wir jetzt aber noch nicht herausgefunden, ob das kleine Gebäude hier gelangt. Ich reisse es noch einmal ab, komm. Das Geld reproduziert sich jetzt sehr tiefig. So, jetzt muss ich die Strasse weiterziehen. Ist jetzt das hier irgendwie verbunden? Man sieht es schlecht. Ah, da muss es angebunden sein. Ja, jetzt ist es so angeschlossen. Also, machen wir das halt so. Und dann müssen wir jetzt hier logischerweise auch in die andere Richtung noch ein bisschen gehen.
so, ja, das sollte auch schon gleich mal länger. Hier müssen wir einfach auf die andere Seite rausgehen. Und da sollte man den vorsichtshalber schon jetzt mehrere Gleise setzen. Ich setze mal ein zweites Gleise, mache eine RS-Plattform dran. Dann Gütergebäude, kleinen Zugang. Und baue hier eine Strasse. Ist es angeschlossen? Nein, ist nicht angeschlossen, Mist. Ist es, weil hier die Strasse nicht ganz eine Verbindung zieht? Ja, ich muss es wirklich so machen, dass hier in die Nähe von dieser Rampe kommt. Und jetzt ist es angeschlossen. Jetzt haben wir hier sozusagen einen Bahnhof, der auf beiden Seiten angeschlossen ist an dieser Industrie. Das ist die Idee hinter dieser Geschichte. Und jetzt haben wir hier einfach ein Problem wegen dem Platz. Wir können jetzt hier nicht die Kurve hier durchbauen. Sondern wir müssen hier rundherum. Ausser wir bauen jetzt wirklich sehr scharfe Kurven hier über. Oder wir sagen, wir riskieren es und probieren hier noch eins zurückzugehen. Also wir sagen, hier ist die letzte Plattform. Ja, das muss jetzt halt weg. So. Das Gütergebäude setzen wir hier her und dann hoffen wir, dass das trotzdem noch als angeschlossen gilt. Ich hoffe, das geht. Ja, Gott sei Dank. Es ist noch angeschlossen. Dann haben wir jetzt hier noch genug Radius, dass wir hier vorher durch können mit dem Gleis, dass wir hier rundherum können. Und dann dort rauf mit der Stahlfabrik. Das geht ja vom Terrain noch einigermaßen gut. Machen wir hier schnell so einen Schlenker gegen raus, dann hier rauf, dann haben wir es. Also. Gut. Jetzt müssen wir die Sachen auf beiden Seiten anschließen. Also erstmal hier. He? Gleis. Machen wir. Wenn wir jetzt so schon so lang sind, mache ich jetzt hier einfach direkt eine Kurve. Falls ich das mal noch erweitern sollte, dann kostet es halt einfach noch ein klein und dann muss ich dann noch wieder Radius anpassen. Oder? Wenn ich das mal erweitere und noch mehr Platz brauche in diesem Bahnhof, dann werden wir auch genug Geld haben. Für so Zeug. Gut, so, Deli. Und hier. Brauchen wir hier überhaupt einen Anschluss? Frage ich mich jetzt gerade. Einmal für das Holz später, den brauchen wir dann hier. Das Stück bauen wir es halt jetzt schon. Dann haben wir es dann. Was aber am meisten gebraucht wird, ist das hier. So, schauen, dass wir hier Platz haben für das zweite Gleis und so. Ich lasse hier noch ein bisschen Abstand, damit das dann noch das äußerste Gleis irgendwann herpassen würde, allenfalls. Vielleicht bin ich dann mal dankbar für das. Gut, also schauen, dass es nicht steil wird. He? Irgendwie so, dass wir hier anständig raufkommen. Hier im Bogen, ja, das sieht gut aus. Ich glaube, da kommen wir jetzt ziemlich schön den Stutz darauf. Ja, hier würde ich noch ein bisschen runtergehen. Genau, jetzt hat es es schön richtig genommen, dass es nicht zu steil ist. Dann gehen wir hier wieder auf dieser Ebene. So, dann kommen wir hier rauf. Durchschneiden wir hier die Landschaft ein bisschen, dafür geht es nicht ganz so steil rauf. Das ist die Idee hinter dieser Sache. Wie schließen wir hier an? Wo ist hier mehr Platz? Ich würde auch sagen links. Wir müssen zwar eh ein bisschen terraformen, aber hier ist es schon ein bisschen steiler. Gehen wir hier durch. Heisst, ich muss hier noch weiter rausholen, viel weiter. Dass wir den Bahnhof erweitern können. Und dann gehe ich auch hier wieder ein bisschen runter. Nicht gerade so viel, aber ein bisschen. Ja, schon nicht ganz so einen schönen Streckenverlauf, aber es tut seinen Zweck. Und dann gibt es hier einfach noch so einen Bahnhof. Am besten schön nah. So. So, dass er gerade angeschlossen ist, falls das irgendwie geht. Nein, es geht nicht so. Aber der Weg würde es gehen.
Dann wollen wir es doch so. Und er anschliessen die Sache. Nur hier kommen wir etwa richtig her. Und auch hier nicht zu steil, das ist gut. So. Dann müssen wir hier nur noch zur Warenfabrik. Und dort hier, wie bauen wir hier jetzt das Gütergleis? Wahrscheinlich so. Und hier ist es. Ja, es ist nicht unbedingt gerade flach, aber zur Not bringen wir das sicher auch irgendwie her, dass wir von hier das Gleis noch hier anschließen. Irgendwie schaffen wir das schon. Vielleicht mit einer scharfen Kurve hier runter, dann hier runter. Es wird sicher gehen. Auch wenn wir halt hier schon eine Schneise müssen machen, dass wir hier schon ein bisschen runter können und dafür hier nicht mehr so steil. Ja. Yeah. Wir bringen es her, aber ich baue jetzt das erste Mal so, dass das Zeug darauf ausgelegt ist, dass es richtig Höhenmühle kann ausgeliefert werden. Da baut jetzt die Strasse noch ein bisschen über. Dann können wir das jetzt hier so setzen. Eine ist Strasse, bis dort. Und nachher. Ah, genau, hier mit Strecke. Das hier anschließen. Ja, die Warenproduktion, die ist relativ kompliziert. Weil so viel Rohstoff gebraucht werden und dann müssen die zuerst noch verarbeitet werden und all so Zeug. Dafür gibt es ja auch ziemlich saftig Geld. Das darf man nicht vergessen. So ein Zug voll Waren, der bringt ja auch schon ein kleines Vermögen. Und dann machen wir das natürlich so, dass wir die Bahn auf den später auch wirklich schön können ausziehen in der Länge. Dass wir die hier vorbereiten auf ein längeres Perron. So, dann ist es hier ungefähr in einem Punkt, wo es dann gut angeschlossen wird. Ich riskiere es jetzt einfach mal und ziehe das hierher. Ist nicht ganz perfekt, aber ich höre jetzt, weil ich faul bin und das wird eh. Das stört niemand dort, würde ich sagen. Solange es nicht steil ist, ist die Sache in Ordnung. So, was hier noch fehlt, ist eigentlich nur noch das Gleis, um die Sachen herauszuliefern. Und das hier noch vor dem Bahnübergang herziehen. Ist auch gescheiter. Oder wäre es schöner, wenn wir warten, können wir das überhaupt? Ah ja, wir können den Bahnübergang auch so machen. Machen wir doch das. Dann ist das hier ein bisschen schlanker. Und weil ich es bin, noch ein bisschen schlanker. Falls das einigermaßen okay aussieht, ja, mal. Können wir brauchen. Hier ist etwas komisches los mit der Textur. Ich weiß nicht genau, was das jetzt soll dort, aber wir bauen das so. Dann können wir das Zeug hier ausliefern. Und für das brauchen wir dann an diesem Bahnhof Gütergleis. Können wir hier wirklich gerade diesen Bahnhof brauchen und einfach noch das Gütergleis dazu setzen? Ich finde, das könnte man gut so machen. Dann würden wir hier gar nicht zwei verschiedene Bahnhöfe machen, sondern einfach einen einzigen, der auch noch das Güterperron hat. Ich habe das Spiel pausiert, weil ich sehe, dass jetzt das Geld doch ein bisschen weniger wird. Das heisst, langsam kommen wir da doch in eine Situation, wo die ganze Infrastruktur, die ich jetzt baue, nicht mehr so Gewinn macht. Darum baue ich jetzt hier das Halten so. Das zweite Gleis hersetzen, dann baue ich hier eine Güterplattform dran. Falls man hier mehr Personenzüge haben, später kann man das ersetzen und weiter raussetzen, das Gütergleis oder sonst noch irgendwie. Das kommt dann schon gut. Dann hier das Gleisstück vollenden, das habe ich ja schon mal vorbereitet, das ist gut. Die Weiche ist auch vorhanden. Dann bräuchten wir jetzt noch eine Weiche in die Gegenrichtung. So, dass jeder Güterzug auch hier wieder auf das linke Gleis zurückkommt. Und hier braucht es dementsprechend auch eine, für dass er von der Fabrik her, auf dem linken Gleis kann er, aber dass er hier auf dem Rückweg vom linken Gleis wieder rechts kann abbiegen, zum neue Waren zu holen. So, dann. Gerade schön nach dem Signal. Dann sollte man dann hier eventuell, und das mache ich auch tatsächlich, noch ein Signal hersetzen, machen wir gerade ein Einbahnsignal.
Hier mache ich ein Beidwägungssignal, dass man hier schön warten kann. Je nachdem, wer zuerst ist. So. Und dann fährt er dort rein, geht es holen und das ist quasi nur eine sehr kurze Linie hier jetzt, um die Sachen ausliefern. Oder wir sagen, der Gleichzug soll Stahl hierher bringen und er das Zeug gerade ausliefern. Falls wir irgendwie einen Zug finden oder einen Wagen, der das beides transportieren kann. Aber ich würde wahrscheinlich sagen, wir machen hier zwei verschiedene Linien daraus. Wir haben einfach einen Zug, der das Zeug ausliefern und einen oder Stahl bringt. Oder ist das ist halt etwas teuer? Weil ein Zug ist etwas anderes als ein Lastwagen. So ein bisschen von den Kosten her. Das muss sich schon lohnen. Ja. Ich mache es jetzt einfach mal spontan. Falls sich das irgendwie ergibt. Auf jeden Fall brauchen wir an diesem Bahnhof hier ein zweites Gleis. Das ist nicht vermeidbar. Wir brauchen hier die Züge, die hier Kohle und Eisen anliefern. Und für das brauchen wir eine zweite Plattform, die den halten kann. Weil der andere Zug, der Stahllieferzug, je nach rechts wird er hier warten, bis er genug Stahl hat und darum ist das Gleis besetzt. Ein ist Gleis. Und dann setzen wir das hier her. Hier brauchen wir jetzt kein Anschlussgleis. Lass nicht so gerade los ein. Später brauche ich es dann vielleicht mal. So, der kommt hierher. Ah ja, der nimmt hier den Stahl. Hier bräuchten wir den auch früher oder später noch ein weiteres Gleis. Und das wird dann lustig, weil ich hier auf dieser Seite den Anschluss habe. Frage. Funktioniert das auch noch, wenn ich den Anschluss hier auf die andere Seite verschiebe? Das wäre jetzt natürlich echt cool, wenn es ging. Ich habe aber befürchtet, dass das nicht der Fall wird sein. Wenn ich es jetzt mal mache. Dann werde ich hier die Strasse nehmen. Ich kann es nicht ab hier machen, oder? Es wird zwar blau angezeigt, aber es gibt eine Verbindung. Man sieht es einfach fast nicht, weil es so hellblau ist und nicht wirklich so gut sichtbar. Aber es ging. Ich könnte also theoretisch hierher das setzen und erst so nah und so direkt wie möglich quasi das hier setzen. Längt das noch? Wenn ich jetzt die Strasse wegnehme? Ja, ist gäng noch weiss. Also von dem her, jo, funktioniert. Dann können wir das hier unten einfach wieder wegnehmen. Dann braucht es es nicht mehr hier. Dann kann ich dort unten ein zweites Gleis anschliessen. Ohne grosse Probleme. Und das werden wir ziemlich gleich brauchen. Ich würde als erstes die Kohle und das Eisen noch gerade mit dem Gleichzug liefern. Dass das der Gleichzug ist, der fährt hier einfach halb voll los und nimmt hier noch den Rest vom Material mit. Dann haben wir einen Zug, der beides macht. Und für das Holz mache ich dann später noch das zweite Gleis, aber das lohne ich jetzt noch gerade los ein. Gut, wie viel von Lieferkette haben wir jetzt? Also Kohle hier holen. Dort hier den Rest vom Zug befüllen mit Eisen, das ist schon mal möglich. Dann hier herliefern. Hier herliefern, das ist auch gut, das ist auch schon angeschlossen. Nachher der zweite Zug auf dem anderen Gleis bringt das, also der Stahl hier her. Und dann haben wir hier schon die Möglichkeit, es auszuliefern. Jetzt brauchen wir nur noch Chemie. Und das holen wir von hier. Und das braucht Rohöl. Nein, das braucht zuerst destilliertes Öl. Das müssen wir von hier oben holen. Oh je. Also, das ist hier, wo ich schon mal das Gleis hergebaut habe. Das heisst, wir gehen hier oben durch mit dem Öl. Hier wäre dementsprechend ein Doppelspurabschnitt nichts Schlechtes. Bringen das hier durch, hier runter. Ist das, was wir jetzt das nächste brauchen. So. Hier brauchen wir die Auslieferung, hier brauchen wir die Anlieferung für das Öl, oder? Ja, genau, für das Öl. Bauen wir hier direkt dran. Hoffentlich kommt das gut. Dann denke ich, ich schließe das hier einfach irgendwo hier an. Funktioniert das sogar, zum Glück.
Und dann bauen wir hier nach dem Bahnhof noch die Weichen. Die, die ich jetzt eine Zeit lang noch vermisst. Jetzt bauen wir sie endlich. Der Giro wartet vor seinem leeren Futterschelle. Ich muss da schnell Massnahmen ergreifen. Massnahmen sind ergriffen. Wo bin ich bei stehen? Genau, ich habe jetzt die Weichen gebaut. In beide Richtungen sogar schon. Ja, das ist doch wunderbar. Dann müssen wir es noch ganz schnell signalisieren. Hier. Da bauen wir einfach mal so ein Signal. Dann hier ein Einbahnsignal. Hier. Voilà. Genau, das ist schon, dass man hier näher raufgehen kann und hier das Zeug den Weg um dort. Ah, go holen. Von hier bringt man es, genau. Und da geht man ab und dann zweigt man dort ab, dort hier rein. Nachher haben wir hier Chemie und die müssen wir jetzt einfach nur noch hier auf die Strecke leiten, dass die hier der Stutz aufkommt. Und hier, würde ich sagen, zur Auslieferung von der Chemie bauen wir hier innen durch eine Kurve. Oder, ah nein, das ist das, was ich gesagt habe, dass wir hier noch etwas reinquetschen können. Das brauchen wir jetzt ja trotzdem, wie es aussieht. Wenn wir die Chemie natürlich hier durchliefern, statt dass wir hier einmal rundherum gehen. Also, das erfordert noch eine kleine Investition. Dann müssen wir als erstes hier mal zurück in die Strecke kommen. Ja, ich baue es hier gleich so durch, dass wir dort nicht noch ein Problem haben mit dieser Strasse. Dass es jetzt da nicht irgendwie einen unschönen Bahnübergang gibt oder so. So, dann müssen wir hier beachten, dass wir hier noch etwas zu hoch sind im Vergleich zu der anderen Strecke. Dann kommen wir hier erstmal auf das parallele Niveau runter. Dann bauen wir das hier so rein. Und dann braucht es hier nur noch eine Weiche. Und dann haben wir die Sache. Hier braucht es auch noch Signal. Hier oben ist ja schon der nächste Block. Ja, wir können es trotzdem noch einmal signalisieren, dann ist es sicher mal sauber. Hier auch noch. Und dafür hier auch noch eins, das nicht Einbahn ist. Voilà. Dann fehlt das hier noch. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das herbringen. Das ist schon ein rechter Höhenunterschied. Müssen wir auch schon relativ früh anfangen. Fangen wir doch hier gerade an. Machen wir hier die Weiche. Und der Giro ist wieder zurück. So, und gehen wir hier irgendwie rauf. Mal schauen, ob das gut kommt. Ja, es ist aus meiner Sicht einfach zu steil. Man würde also, wenn schon, ändern so. Ah, da gibt es sogar einen Tunnel. Also würde ich jetzt ehrlich gesagt sogar auch so machen. Dann müssen wir aber den ein wenig runter. Wenn schon, dann schon, oder? Und dann irgendwie rauf. Sagen, wenn wir das Geld haben, machen wir irgendwie so einen da. Das geht jetzt hier relativ einfach rauf. Dann sagen wir, wir gehen bis hier sogar noch in einem Tunnel durch. Müssen wir das noch ein bisschen vorziehen, den Tunnel. Ja, bis dort. Dann geht es so gesamtheitlich nicht so steil, das rauf. Und dann können wir jetzt hier in einem Bogen wieder auf Niveau kommen. Nach einem engeren Bogen. Und dann können wir hier anschließen.
brauchen wir hier noch das zweite Gleis. Zack, voilà. Und Plattform. Langsam wird es eng mit dem Geld. Jetzt müssen wir schauen, dass wir überhaupt die ganzen Züge noch leisten können. Sieht so aus, als bräuchte es doch noch ein Darlehen. So, da baue ich gar keine Weiche oder so Züge. Oder? Ja. Wäre auch doch sinnvoll. Moment, wir haben jetzt hier einen Zug, der das Zeug liefert, und dann zwei Züge, die hier kommen. Aha. Zwei Züge in der Anlieferung und einen in der Auslieferung. Das heisst, wir machen das so. Das Anlieferungsgleis machen wir hier jetzt neu gebaut, das zweite Gleis. So. Dann gehen die beide auf Gleis 2 liefern. Und was ich hier für ein Zeichen gemacht habe, würde ich gerne wissen. Ich habe das dort auf einen falschen Knopf gesetzt. Habe ich da auch nicht gesehen, hinter dem Symbol oder so. Das ist meine Ausrede. Voilà, dann haben wir hier also so einen Tunnel, wo sich das irgendwie da aufschaukelt. Dann liefern wir hier die Chemie aus und der Stahl kommt hier auch von diesem Gleis da unten. Geht hier über die Weiche auch auf das Gleis, dann liefern die das auf dem gleichen Gleis aus. Voraussetzung für das ist natürlich noch, dass das hier signalisiert wird. Dass immer nur ein Zug im Bahnhof drin ist und der andere wartet hier vor dran. So. Jetzt die ganze Kette noch einmal durchgehen. Schauen, ob wir alles haben gemacht haben. Ich habe das Gefühl, ich habe noch etwas vergessen. Wahrscheinlich Rohöl, oder? Ich glaube, ich habe das Rohöl vergessen. Ja, das kommt auch noch. Oh Mist. Jetzt hoffe ich, jetzt bin ich langsam fertig, weil ich mal eigentlich nicht mehr so... Also, warte. Rohöl muss einfach hier so... Nicht so eine saubere Erklärung, aber man versteht es, glaube ich, ungefähr. Also machen wir das hier genau gleich. Moment schnell, Gleis zuerst. So, nachher. Ja, müssen wir eigentlich gar nicht. Mal, wir müssen es anschliessen, weil. Ich will, dass der Zug von da links hier auf das untere Gleis kommt und der hier. Der geht jetzt so einfach hier durch. Das wird jetzt lustig, jetzt müssen wir jetzt die Strecke kreuzen, die hier schon besteht. Ja, kommt einigermaßen gut. Und dann hier in einem grossen Bogen rundherum. Am besten ohne, dass es gerade eine Brücke gibt. Aha, das ist hier so ein Gelände, dann muss ich sogar noch weitläufiger rausgehen. Voilà, das ist einigermaßen flach, das finde ich gut. Hier geht es aber ein bisschen Stutz drauf, irgendwie. Ich muss es noch weiter ziehen und dann gibt es gerade einen Tunnel. Ja. Wir machen es einfach, weil das hier ist sowieso der Rand der Welt. Aber weißt du was, finanziell? Finanziell können wir uns nicht leisten. Das mit dem Tunnel. Ach, wobei, die Schneise hier, die kostet ja genauso viel. Hm. So ist es zu stehen. Noch weiter raus durch. Ja, dann wird es einigermaßen besser, weil dann kostet es so gerade viel weniger. Also machen wir es halt so.